Nein, es ist nicht das Tanz- und Folkfest, obwohl man meinen könnte, das bunte Treiben gehöre dazu, zumal das Datum und auch die Nähe zu Rudolstadt gegeben ist. Die Römerliga Thüringen hatte am 2. Juli 2011 in die Stadthalle Bad Blankenburg eingeladen. Wir führen heute zum vierten Mal den Ball der bewegten Gelenke durch. Eine Veranstaltung, die alle 2 Jahre stattfindet und auf der Rheuma-Kranke zeigen, dass Rheuma nicht bedeutet, bewegungslos und schmerzend in der Ecke zu sitzen, sondern sich durch Bewegung selbst zu helfen. Und das ist ja auch der Auftrag unserer Selbsthilfegruppen. Wenn Sie sich einmal umschauen, Sie werden hier sehr viele freundliche und auch gut aufgelegte Gesichter sehen. In der Tat hat das Zusammensein von Gleichgesinnten auch bei kranken Menschen eine heilende, zumindest aber ablenkende Wirkung. Die größte Patientenorganisation Deutschlands setzt hier eines ihrer wichtigsten Ziele durch, nämlich den Abbau und die Linderung von Schmerzen durch Bewegung zu erreichen. Das sind Leute, die alle hier und da die gleichen Probleme haben und sie möchten die Probleme auch bewältigen. Und mit Hilfe der Gemeinschaft gelingt das eben besser. Alles gut! Das gemeinsame Üben und Tanzen zeigt, niemand ist mit seiner Krankheit allein. Dabei ist es nicht von Bedeutung, an welcher rheumatischen Erkrankung man leidet. Und das sieht auch die Rheumaliga so. Jeder schmerzbehaftete Mensch, egal welchen Alters, ist willkommen. Die aktuelle Statistik besagt, dass ca. 9 Millionen Bundesbürger an Rheuma erkrankt sind. Die Deutsche Rheumaliga hilft mit ihren therapeutischen und sportlichen Angeboten, trotz Schmerzen zur Bewegung anzuleiten. Das bekannte Sprichwort, wer rastet, der rostet, bekommt hier eine herausragende Bedeutung. Bei dem Ball 2011 gibt es dieses Mal noch eine Besonderheit. Wir haben dieses Jahr das erste Mal diesen Ball der bewegten Gelenke unter ein Thema gestellt, das heißt Weltreise mit einem Schiff. Und unsere Gruppen haben sich ganz gezielt auf ihre Programmteile entsprechende Länder eingestellt. Wie bei vielen anderen Veranstaltungen der Rheumaliga wird auch hier wieder das Prinzip von Betroffenen für Betroffene verwirklicht. Die Ausgestaltung des Raumes ist ausschließlich von den Mitgliedern vorgenommen worden. Die Tänze werden in den Arbeitsgruppen einstudiert, vorgeführt und dann in der Gemeinschaft durchgeführt. Das geht mit meinem Bein nicht so richtig. Aber sitzen ja. Sitzen ja. Deswegen gibt es, anders als beispielsweise bei einem Tanzfest, auch diese Variante der Bewegung, das Mitmachen im Sitzen. So können auch Kranke mit starker Bewegungseinschränkung dem Geschehen aktiv beiwohnen. Selbst die kleinen komödiantischen Einlagen gestalten die Erkrankten selbst, damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Rund 6 Stunden läuft das Programm ohne Unterbrechung. Selbstverständlich aber können die Teilnehmer nach eigenem Ermessen Pausen einlegen. Um das leibliche Wohl kümmert sich der hauseigene Catering-Service der Stadthalle, der mit einem vielfältigen Speisen- und Getränkeangebot die Veranstaltung abrundet. Aus ganz Thüringen waren die Rheuma-Liga-Mitglieder auch dieses Jahr angereist, um in der Gemeinschaft wenigstens für einen Augenblick ihre Schmerzen zu vergessen. Schmalkalt. Alles ja. Bestens, prima. Ja. Nein, aus Arnstadt. Wir haben heute über 550 Besucher hier und die Tendenz ist weiterhin steigend. Wir werden in den nächsten Jahren eher das Problem bekommen, eine passend große Halle zu finden. Bis dahin vergehen aber noch 2 Jahre und mit Sicherheit wird es dem Landesverband der Rheumaliga Thüringen wieder gelingen, seine Mitglieder zu begeistern.